Geile gefüllte Paprikaschoten mit billigem Bier, Käse in Kräutersoße. Erst die Kräutersoße, dann das Bier und der Käse. Egal. Zum x-ten Mal mache ich auf meinem Kanal gefüllte Paprikaschoten. Dieses Mal doch ganz anders als die anderen Videos. Guckt sie euch trotzdem an. Ich weiß wie immer nicht, ob das funktioniert. Ich habe es noch nie getestet. Ich hau einfach mal ein paar irgendwas in die Pfanne. Beziehungsweise in den Ofen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Guckt gerne mal in die Videobeschreibung, da sind die meisten Produkte, die ich heute verwende, verlinkt. Und auch gerne Like und Abo da lassen. Ich beginne jetzt mit der Würzung des Mets. Hier seht ihr meine heutige Gewürzauswahl. Paprika für die Süße und Schärfe, Hähnchengewürze, als um zu salzen halt. Ich werde die Paprika von innen mit diesem Salatgurkengewürzsalz würzen. Muskatnuss passt immer gut zu Fleisch, finde ich. Pfeffer sowieso und Chili dann halt auch. Ich finde Pfeffer in Frikadellen unbedingt sehr essentiell, so wollte ich sagen. Wie immer habe ich was vergessen. Alte Tradition wollen wir beibehalten. Ich habe noch ein Ei reingemacht, wie ihr sehen konntet. Das habe ich im Intro nicht vergessen. Habe ich vergessen zu erzählen. Macht aber nichts. Eier hat man ja zu Hause oder in der Hose. Und eine, wie schon im Intro erwähnt, werde ich heute Bier benutzen. Einmal, ich werde wie immer dieses Schuldenbräu benutzen, aber wie meistens. Viel kühler ist beim Angebot, habe ich noch nicht gekauft. Das gute, billige Bier von Aldi. Schmeckt gut. Und werde jetzt einen kleinen Schuss davon ins Mett geben. Und dann gleich einen kleinen Schuss in die Soße. Warum fragt ihr euch jetzt, kippt der Bier ins Essen? Erstens mal, weil das dann gut geklickt wird, wenn es im Videotitel steht. Zweitens, soll die Hefe des Met auflockern. Da fehlt mir noch ein bisschen Salz. So sieht das jetzt aus. Ich habe das durchgeknetet, wie ihr gerade im Zeitraffer sehen konntet. Ich werde jetzt die Paprika sezieren, einmal aufschneiden, die Eingeweide raus, kriege hier wieder eine schöne Zeitrafferaufnahme. Die darf ich auch nicht mehr ins Fernsehen stellen. Ich habe ja vorgesucht. Ich mag keine grünen Paprikaschoten, darum bleibt die erstmal drin. So, ich werde jetzt einfach hier den Kopf abschneiden. Ungefähr 1 cm unterm Rand. Das hier meinte ich mit Eingeweide, das muss man einmal rausschneiden. Man sagt, das ist giftig oder soll krebserregend sein, ich weiß es nicht. Aber es muss sowieso Platz fürs Mett sein. Babypaprikaschote. Ihr seht, ich habe jetzt die Paprikas auf den Kopf abgeschnitten. Ja, ich werde wieder einen kleinen Schluck Bier hineinfüllen. Ich denke mal, das bringt ihm was für die Würze, weiß ich aber auch nicht genau. Dann nehme ich mir hier mein Mett, fülle das ungefähr wieder bis 1 cm unter den Rand da rein. Schön pressen. Das habe ich vergessen hier, der Salatgurkengewürzsalz. Eine Paprikaschote habe ich noch übrig. Mein Star des heutigen Tages. Dieser Andexer Natur Bio-Reibe Käse würzig. Warum ist das heute mein Star? Also ich hatte gestern einmal im Leben Glücksgefühl. 20 Cent, Freunde. 20 Cent. Ich hoffe, ihr seht das. Ich nehme, ja, jetzt ist es fokussiert. 20 Cent von 1,99 auf 20 Cent reduziert. Das finde ich geil. Kommt aber gleich jetzt rüber.
Weil zwischen Met und Käse kommt erstmal ein Schuss Sauce Hollandaise. Ja, den ganzen Spaß hier brauche ich für meine Soße. Hat man aber eigentlich alles zu Hause. Creme fraiche, Olivenöl, Kräuter, die ihr wollt. Ich habe jetzt hier Rosmarin, Oregano, dann habe ich hier noch Bohnenkraut, Dill und Kräuter der Provence stehen. Muskatnuss, Pfeffer, Salatgurken, Gewürzsalz, Basilikum habe ich gerade noch vergessen. Chili steht dahinter. Dann brauchen wir noch Rama Creme Fin. Habe ich noch nie mit gearbeitet, aber heute vielleicht. Schlagsahne und vor allem Bier. Wir beginnen jetzt mal mit der Creme Fraiche. Mit dem Produkt habe ich auch noch nie gearbeitet. Wieso ist das denn so hart? Im Fernsehen sieht das immer so weich aus. Scheiße. Was habe ich da denn wieder gekauft? Ich hasse es ja im Fernsehen, wenn die Leute die Becher nicht leer machen. Oder Schalen oder so. So, jetzt kommen die Kräuter erstmal rein. Bohnenkraut, Dill. Wie immer gibt es bei mir keine Mengenangaben, müsst ihr selber rausfinden. Ich selbst habe auch keine. Bohnenkraut, Tannennadeln, Rosmarin, Oregano, Basilikum, Salatgurken, Gewürz, also muss natürlich ziemlich viel von rein. Zur Not halt nachwürzen. Ein Schuss Muskatnuss. Chili. Pfeffer. So, jetzt Rama Creme Fin. Habe ich auch noch nie mitgearbeitet. Geht doch auf, du blödes Ding. Olivenöl und Bier. Ja, ihr konntet sehen, wie ich jetzt gerade die Soße zubereitet habe, wie Kräutersalz und Gewürzsalz und ja, Kramer Creme Fraiche. Bier und Olivenöl zusammengekippt, schmeckt soweit ganz gut, habe schon abgeschmeckt, ihr konntet sehen, ich habe gerade einen Daumen reingesteckt. Ich werde jetzt diese Soße einfach um die Paprikaschoten kippen, dann Deckel auf diese Auflaufform und dann geht das für eine Dreiviertelstunde in den Ofen bei ungefähr 180 Grad. Umruf natürlich. Oh, ihr seht gar nichts. Sieht ja schon mal absolut köstlich aus. Nicht. Riecht aber sehr gut, muss ich sagen. Gucken wir nochmal, was sich hier Schönes unterm Deckel verbirgt. Sieht auf jeden Fall gut aus. Probieren wir mal. Schmeckt gut. Muss ich wirklich sagen. Das Bier gibt dem Ganzen eine ganz interessante, gibt dem Ganzen eine interessante Note. Schmeckt nicht so schlimm kräutrig wie gedacht. Paprika sind sehr fruchtig, man hat den Fleischgeschmack vom Met, muss ich wirklich sagen. Ich finde es mal eine interessante Alternative zu der üblichen Tomatensauce, die man halt sonst dazu gibt. Ja, wie gesagt, abonniert hier meinen Kanal, lasst mir gleich ein Abo da, folgt mir auf Instagram und Twitter, probiert meine Rezepte gerne mal aus.
Wenn ihr irgendwelche Produkte braucht, guckt in der Videobeschreibung nach, da ist alles mögliche verlinkt, was ich über Amazon finde. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder für tolle weitere Rezeptideen. Tschüss.